Ja, meine Damen und Herren. So, ja, habe ich die Sendung übernommen hier. Und erst einmal ein Schlückchen Tee hat er noch mein Vorgänger noch da gelassen. Hoffentlich werde ich davon nicht. Oh, hoffentlich kriege ich dann nicht auch so. meine Damen und Herren, ich habe die Sendung jetzt übernommen. Ein bisschen zu langweilig geworden zu Hause. Und dann habe ich gedacht, ach komm, mache ich hier mal was. Ja. Ja, so fangen wir an. Ja, vielleicht. Oh, Entschuldigung. Vielleicht. Ja, ach, kein Anruf, schade. Naja, Zwieback, vielleicht ein bisschen Zwieback essen. Muss ich den Stuhl ein bisschen höher stellen, bitte. So wie auch früher beim Harry Smith war. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe einen Gast. Ich habe einen Gast. Ich versuche so ein bisschen so auch in den Fußstapfen meines Vorgängers zu treten. Ich will auch mit einem Unleserlich zu sprechen. Olli Kahn. Kennen Sie das mit, ist im Hotel, wie war das? In dem Hotel geht man auf die Toilette und dann ist da nur so ein Dreieck. Naja, ist egal. Wow. guck mal, eben ein Stück Wasser, bevor mein nächster Gast kommt. Mein nächster Gast. War schon nicht nur jetzt krank neulich, sondern auch letztes Jahr schon. Und wir fragen uns, wann er tot ist. Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, obwohl, war schon spät. Wir haben als Gast Harald Schmidt, bitte. Und da kommt es an. Danke. Ein paar unangenehme Fragen. Hallo, Hermann. Setz dich. Ist das mein Wasser? Das ist dein Wasser, aber ich trinke das jetzt, weil. Ich gebe dir mal deinen Tee. Tolles Publikum hier bei euch in Köln. Hermann. Ja. Harald. Ho! Ich wusste halt, wer dich verarscht, aber okay. Nee, pass auf, ist Folgendes. Ich habe die Sendung jetzt übernommen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich es machen werde. Du hast das früher sicherlich auch nicht gedacht. Meine erste Frage an dich. Du bist geboren worden, deine Eltern waren da. Kannst du reiten und wenn ja, warum? Das ist eine Frage, die mich sehr berührt und es war eigentlich. Es war vereinbart, dass du mich das nicht fragst. Ach so, ja. Dann frage ich eine andere Frage. Vielleicht. Ist das mein Wasser? Nee, ist Tee. Ach so. Kannst du trinken, ist dein Tee ist von eben noch. War ein kleiner Gag, den ich mal so eingestreut habe. Trink mal eben noch ein Stückchen Wasser. Ja, haben wir noch, warte mal, ich habe mir was aufgeschrieben, eine Frage. Harald. Ja. Viele Leute haben sich gewünscht, dass ich dich mal diese Frage stelle. Okay. Ja, habe ich ja gemacht jetzt. Ja, welche? Harald. Ach so. Ja, antworte. Was war die Frage? Ja, ich bleibe ein bisschen viel verlangt.
So, wollte ich noch mal hier. Ach so, da ist halt meine, sind meine Noten. Ja, Moment mal, es kommt gerade ein Anruf. So. Ja, und sonst alles klar? Ja. Also. Geht, ne? Ja. Ja, bei mir auch. Wie? Ja. Ne, geht, geht, das geht. Allein? Wie allein? Nee, ich meine, du bist jetzt allein gekommen oder hast du Familie mit oder hast du Familie oder bist du mit Tieren zusammen? warte, ich wollte die Band dazu noch ein. Ich war im Kino. Ich war im Kino. Warte mal, was wollte ich noch sagen? Die Band. Verdammt, jetzt habe ich mir den Namen vergessen. Hm? Sag doch mal eben, den, wie sagst du immer von der Band den Namen? Sag mal schnell, wie heißt das noch? Von der Band? Ja, der Name. Ich war im Kino. Ach so. Und zwar, wer schlief mit dem Mörder von Professor Hasenbein oder so ähnlich? Nein, du meinst den Film, Die bewegten Rosinen. Nein, 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 nein. Kopfgeld für Dr. Nee. Ist auch egal. Und damit ist die Frage aber eigentlich auch beantwortet. Ich habe noch eine Frage. Ja. Harald Schmidt, bekannter Showmaster gewesen. Du hast sehr viele Sendungen gemacht hier. Ja. Der hat es wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Aber, wie immer, ja, ja, klar. Du bist wahrscheinlich ein bisschen zäher wie ich. Also ich bin schon jetzt total, also müde. Mir fällt keine Frage ein. Ich weiß nicht, wie machst du das? Wie kann man so immer so fragen? Einfach, wie war dein neuer Film zum Beispiel? Ja, wie war dein neuer Film? Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht und ich weiß nicht, können wir uns den mal anschauen? Pass auf, von mir aus können wir machen, aber weißt du was? Ich, jetzt sollen wir mal umdrehen, damit du mich mal fragen kannst, ja. Setz ich dich mal da. Du setzt dich jetzt mal hier rein. Das ist eigentlich eine Seltenheit im und Fernsehen, dann, dass wir jetzt die Plätze dann tauschen. Läuft das wahrscheinlich im Grunde völlig noch mal anders. Von hier. Ich komme nochmal, sag nochmal guten Tag. Hallo, hallo Helge. Aber, nur so was Psychologisches. Ich muss der Untergebene sein, das ist besser, ist lustiger. Also habe ich mich doch wieder hier unten hingesetzt. Das ist doch scheiße. Also, ich hatte die Idee, die Sendung zu übernehmen, aber ja, aber mach du das doch weiter. Es lief ja ganz gut. Ja, nee, Helge, krieg ich auch die Kacke jetzt dein neuer Film. dein neuer Film heißt Praxis Dr. Hasenbein. Praxis Dr. Hasenbein, ja. Ja, lief gestern an. Jo. Ausschnitt ab, bitte. Helge, gute Sache. Du spielst einen Arzt? Ja, ich spiele einen Arzt. Achso, hat man mich gerade nicht gesehen. Ja. Und hier haben wir eine Orgel für dich reingefahren. Ja. Und vielleicht gehst du schon mal rüber. Ja. Während du uns ein bisschen was von deinem Film erzählst? Ja, der Film ist 95 Minuten lang und quadratisch. Sonst noch was? Wie lange? Ich glaube 92 oder 97 oder 30 Minuten, ja. Ich weiß es nicht. Und ist das eine Komödie? Nee. Harald. Ja, soll ich sagen, ich will dich nicht drängeln, aber wir vereinbart haben. Spiel doch ein bisschen was. Ja, warte, wir müssen jetzt erstmal Stock hier hinlegen. Halleluja, Baby. Fitze, Fitze, Fatze. 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 Warte mal, Rhythmusgerät ist gestört. Ist egal. Fitze, Fitze, Fatze. Ihr könnt ruhig mitsingen.
Fitze, Fitze, Fatz. Halleluja, Baby. Fitze, Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatz. Fitze, Fitze, Fatze. Fitze, Fitze, Fatz. Fitze, Fitze, Fatz. Mal eben ausmachen, Rhythmus. Bist du einmal traurig auf der Welt? Sing Fitze Fatze, wie es dir gefällt. Jetzt kommt der Rhythmus wieder. Dann kommen Freunde von alleine. Sie wollen alle mit dir. Fitze Fatze, Fitze, Fitze Fatze, Fitze, Fitze Fatze, Fitze, Fitze Fatze. Halleluja, Baby. Kleine Schlagzeugsolo. Wunderschönes Lied. Fratsch ist Dr. Hasenbein im Kino. Vorne mit Helge Schneider. Bis gleich. Danke dir.